So. Oder also, ich habe ja von gemeint, so ja, am Schluss habe ich noch eine Ansage. Also eine große Ansage, das würde ich dann mit dir Willkommen hier, echte absprechen, Verträge Sarah. zwischen uns. Weil ich habe nämlich eine neue Idee. Ruhm, Reichtum und ein Platz in der Geschichte. Beziehungsweise eine neue Idee. Also die Idee hatte ich schon länger. Und der Matti hat die quasi mehr oder weniger bestärkt. Und deswegen würde ich das dann danach mit dir quatschen mal. So. Gut, also hohe Chance auf Bürgerkrieg jetzt auch noch. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Noch drei Runden. Vor allem, weil ich ihn nicht mehr, ah doch, sichern kann schon. Aber ist immer noch ein minus 39. Das heißt so ein. Bereit zum Kampf! Für die Götter! Ein bisschen nervig. Töten die Feiglinge! Aber das haben die ja in den neuen Total War Sachen, haben die das schon rausgepatcht. Zum Glück. Schneller, ihr Verfluchten! Aber ich schau mal, was denen. Okay, denen gehört nur Makedonien, das ist passend, beziehungsweise ein bisschen störend, weil da ist gar keine Armee von mir. Wenn ich hier rausgehe, minus 2. Ja, dann schicke ich mal, nein, dann schicke ich die mal nach Hause. Weil die werden dann auf jeden Fall da gebraucht. Das Baukosten, Unterhaltskosten. Mache ich hier mal Nachtgefechte. So. Ist schon halb acht. Was geht denn? Was geht denn? Okay, mit der Hauptarmee muss ich jetzt nach unten, nach Constantia. Und mit der oberen Armee gehe ich nach Korsika. So, ich glaube, das wäre ganz gut. Verborgener Agent entdeckt, das Orakel von Delphi, Babub. So, mach ich mal den Marsch an. Und du gehst mal nach Rom. Und pass mal auf den auf. Den schicke ich jetzt mal irgendwo hin, wo er keine Probleme machen kann. Dann gehe ich mal hier rein. Hier mache ich Tempel des Zeus. Habe ich schon. Das heißt, hier mache ich der Athene. Damit ich schneller erforschen kann wieder. Oder immer noch. Gut, gut, gut. So. Da kann ich noch. Hier mache ich, glaube ich, auch von Athen. Ja. Ich habe jetzt eh kein Geld mehr. Das heißt, nächste Runde. Ich habe wirklich jeden Abend Internetprobleme. Meistens zwischen 6 und 8 gibt es irgendwann so eine Viertelstunde, wo es einfach Kacke ist. Das heißt, mit 480p jede halbe Minute, eine halbe Minute am Laden. Wow. Okay. Das ist echt krass. Zwischen 6 und 8. So quasi, Ich habe mit den weisen Frauen. Das ist so die
keine Ahnung, da kommen alle nach Hause und gehen sofort ins Internet. Ich frage mich echt, woran es liegt. Laut Internet Speed Test ist das Internet in der Zeit nämlich genauso gut wie. Hä? Okay, das ist wirklich merkwürdig. Sezession, yay, Nahrungsmittelknappheit. Gehört jetzt natürlich auch dazu. Er wurde rausgefoltert. So, Sezession ist halt immer so nervig. Vor allem, wenn es gar keinen Sinn macht. Okay, aber das wird schnell gehen. Ich mache hier jetzt mal. Das hier und ich baue mal eine zweite Flotte auf. Panem? Wo ist Panem? Hier ist Panem. Gut. So, aber nee. 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 Alles gut. So, 500. Erste hat noch was bekommen. Alter. Aber der ist schon 67. Das heißt, er wird nicht mehr lange da sein. Leider Gottes. Du bist 52. Ein bisschen wirst du noch aushalten. Ich könnte natürlich jetzt die ganzen hier erneuern. In Gold 3 Typen. Aber so viel Geld habe ich gar nicht. Warte, die zwei könnte ich machen. Also einmal so, einmal so. Wie viel kosten die denn? 500. Ich sag Bescheid, wenn das Internet aufhört, sich zu verschlucken und ich wieder live mitkomme, was los ist. Okay, mach das. Okay. So. Gut. Du kannst hier Minusstrafe auf öffentliche Ordnung durch Anwesenheit fremder Kulturen. Ja, Loyalität für alle politische Parteien. Ja, was ist Stufe 3? Kampfgeist. Okay. Geheimaktion, kulturelle Konvertierung. Das machen wir. Hier machen wir auch die Hoplitenfall oder den Hopliten. Und nächste Runde. So, da bin ich mal jetzt gespannt, was. Athen, nein. Wehe, du nimmst mir Pella weg. Dann rück ich dir auf die Pelle. Nee, darf ich ja nicht. Nein. Wieso gehst du weg? Achso, der greift hier an. Hier habe ich einmal Pekiniere. Er hat ganz viele Spatten. Ja, wobei. Also. Es kommt auf die Karte drauf an, wie sieht die Stadt aus? Na gut, ich versuch's mal. Jetzt hat der Internet Speed gemerkt, dass mein Internet scheiße ist. und Downloadzeit ist ziemlich eingebrochen. Hoffe, es ist bald vorbei. Ja, hoffe ich auch. Gut, was habe ich verpasst? Also, wir haben Rom erobert. Und es kam zum Bürgerkrieg. Und dementsprechend versuchen wir jetzt hier mal uns zu verteidigen. So, mein Vorteil ist, er hat keine Fernkämpfer, aber er hat keine Hopliten-Phalanx.
Ah, ich bin echt durch. So, er hat Hopliten, aber er hat... aber er hat keine Pikiniere. So, jetzt. So, die müssen halt lang genug aushalten. Ist halt die Frage, ob sie es machen, ne? Was ganz gut ist, er jetzt auf die er geht. Ich versuche mal meine Einheiten so hinzutun, damit die auch schießen können. Ja, Steinschleuderer. Okay, das ist gut. Die gehen auf die. Das ist sehr gut. Wunderbar, das hat sich ausgezahlt jetzt. Auch wenn es so richtig gemein ist. Das klang wie Arschbefehl. Okay. Königliche Spartaner. Er hat halt königliche Spartaner, das ist der Nachteil für mich. Weil königliche Spartaner sind schon mega. Ich muss halt versuchen, seine Fernkämpfer davon abzuhalten, zu schießen. Aber ob ich das irgendwie hinbekomme, ist die andere Frage. Sieht ganz okay aus. Okay. Da sieht man halt, Pikiniere sind im, also von der Front echt krass. Und königliche Spartaner sind von überall krass. Okay. Hey, Sarah ist wieder live. Ich glaube, ich verliere es trotzdem. Weil die haben hier zu viele verloren am Anfang. Schau mal, der hat, das finde ich jetzt krass, also das ist eine Kavallerie, also bei königlichen Spartanern, die kämpfen wirklich bis es nur noch einer ist, aber Kavallerie, wenn die nur noch zwei oder drei sind oder fünf oder zehn, dann rennen sie schon weg. Und dass der jetzt hier alleine wankt, ist bisschen übertrieben. Okay, der hat die Hälfte verloren. Der hat noch. Okay, das hilft uns, dass der feindliche General tot ist. 106. 150, okay. Das Problem ist noch, dass
Spartaner sind. Also, dass der feindliche General tot ist, interessiert sie so semi. Also, das ist relativ egal. Okay, jetzt fangen sie halt schon mehr an zu pushen. Hier ist auch nur noch eine Linie. Ich glaube nicht, dass ich das noch gewinnen kann. Vor allem, weil ich die da, die Jugendlichen, auf die Jagd schicken musste. Ach. Ja, aber die sind auch schon gelb, also so super finden sie es auch nicht. Okay, Einheit siegt leicht, das klingt gut. 50, 58, 81, oh Gott. Okay, jetzt muss ich ganz schnell sein. Und zwar hier in den Rücken rein, weil wenn die von hier schießen, dann schieße ich eigentlich meine Pikiniers-Einheiten eigentlich nur selbst weg. Ich hoffe, so lange überleben die noch. Also 79, sehr müde. Schnell, 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 schnell. Ganz schnell. Komm, jetzt. Mach den platt. Okay, 77. Das ist halt schon krass, wenn man das so sieht, ne? Also eine Pikiniers-Einheit hält die alle auf. Das ist halt schon krass. Und das ist gerade auch lächerlich, dass die Steinschleuderer, die Heloten-Steinschleuderer, meine zum. Achso, ja, okay, sie sind sehr schön. Gut, Dauerfeuer, come on, schnell, schnell. Okay, jetzt. Kann ich, ja, jetzt gewinne ich, glaube ich. Weil jetzt ist er erschöpft. Jetzt fängt die an zu verlieren. Ach. Jetzt muss ich mit denen auch reinkommen. Jetzt mache ich das mal so. Dass er sich ein bisschen ausruht. So, ein bisschen ausruhen und dann zum letzten Kampf. Das bisschen ausruhen muss gereicht haben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Okay, hat mich gereicht. Das ist ein schändlicher Anblick. Dann falle ich ja doch noch. Dammit. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt noch verliere. Vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja.
Jetzt kommt es zur Entenjagd. So, schön den Gegner ausspielen. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Deswegen sind Fernkämpfer so extrem stark. Der Lally. 500. Ja. Mein Rekord liegt, glaube ich, bei 800 oder 900. Dass eine Pikniers-Einheit 800 oder 900 getötet hat. Das ist halt schon krass. Das ist eigentlich fast eine ganze Armee alleine. Gut. So, auf jeden Fall, wir hatten sehr Glück. Wir hatten sehr Glück, dass Athen jetzt Pella nicht angenommen hat. Militär. Zivil. Weil der steht ja schon vor den Toren. Aber ich halt auch. Aber ich komme nicht hin. Damit. Athen, du musst noch eine Runde warten. Bitte. So, jetzt sieht's aber schon ein bisschen anders aus. Der komplette Norden ist halt mein Feind, so ungefähr. So. Okay. Irgendwelche neuen Bündnisse. Neue Bündnisse hatten wir nicht, nee. Nee. Also viele, viele Anfragen natürlich, aber habe ich natürlich abgeschlagen oder ausgeschlagen, musste ich ja. Ich mach mal hier komplett voll. Okay, jetzt, ich wollte eigentlich jetzt Rom erobern, aber habe ich halt keine Ahnung, was von oben kommt. Wo ist meine Agentin? Agentin? Kann ich euch dienen? Ah. Ja, ich habe nur noch eine, okay. Das heißt, ich muss eins wieder rückgängig machen. Pariminum. 6. Ja, Ich brauche einen Agenten. Tut mir leid. Verstand durch Industrie, Land anhalten. Das ist halt so keine Spionin, sondern eher so eine Unterstützerin. Kann ich hier minus öffentliche Ordnung? Ist, glaube ich, hier in Ordnung. Gut. Nochmal. Oh, das habe ich voll wieder vergessen. Gut, du bekommst jetzt. Was bekommst du? Ja, Unterhaltskosten weniger ist natürlich auch super. Generäle. Mhm. Da mache ich das hier. Verschleiß weniger. Gut, nächste Runde. Pontus könnte man echt als festen Verbündeten streichen. Warte. Der hat gerade Neapolis geplündert. Was für eine freche Kuh. Ah. Oh. Athen, bleib da weg. Bleib da weg. Oh, gut. Der hat's nicht eingenommen. Ja.
Ja, Pontos zu streichen, also ja, Pontos ist realistisch oder also ja, ist eigentlich. Also Pontos ist an sich genauso wie der Mann mit Makedonien. Oder mit. Weil Pontos kommt ja von Makedonien, rein theoretisch. Also. Wieso habe ich jetzt minus 15, 17 sogar? Ist es Winter? Nee, ist es Sommer. Da macht es wirklich keinen Sinn. Habt ihr das gerade gesehen? Schaut mal auf die Farbe vom General. Sowas nervt. Sowas nervt übelst. Weil das war mein. Nee, das ist jetzt meiner. Aber das war der ultra fette, krasse Typ. Oh. Sowas nervt extrem. Ja, machen wir automatisch, oder? 180 ist in Ordnung. Das, halt das Gute ist, dass der General bald stirbt. Der ist halt schon 79, aber der hat halt so viele geile Sachen. Ich glaube, das. Also, es ist in Ordnung. Aber. So bei. Bei mir kam es ja schon mal vor, dass mein Diktator, also mein römischer Diktator, zum Feindlichen geworden ist, weil wegen feindlicher Familie plötzlich. Das macht halt sowas wie überhaupt null Sinn. Ein bisschen schade, dass die das hier eingebaut haben, aber die wollten es halt hier ein bisschen schwerer machen. Was habe ich gesehen und wo soll ich hinschauen? Was? mit Pontus hatte ich nur ein Bündnis, weil Athen eins mit denen hatte. Ach so, deswegen hast du das. Ja, okay. Ja, macht dann echt nicht viel Sinn. Achso, ja, sorry. Das ist halt so nervig. Gut, hier haben wir ein. Können wir ein neues machen? Glas ist natürlich auch für Handel interessant. Apropos Handel. Ich schaue jetzt eigentlich gar nicht mehr auf Handeln, weil wir mit eigentlich. Wir können immer noch mit niemandem handeln. Das ist auch so was mich hier nervt, weil ich meine, wir haben genug genug Häfen. Naja. Aber wie gesagt, es ist ein sehr altes Spiel. Alles gut, alles schön. So. Hier kann ich auch nochmal ein paar nehmen. At Kirkensis machen. Da bekomme ich auf jeden Fall wieder Nahrung zurück. So. Gut. Minus 4 öffentliche Ordnung. Ist nicht so wunderbar, weil ich gerade nur plus 1 habe. Klatsch Pontos weg. Pontos wegklatschen. Und das ist ja nur noch zwei groß, also ich muss die, glaube ich, nicht mehr wegklatschen. Bis ich da bin, sind die weg.